Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Heute darf ich wieder mit Frau Prof. Dr. Rosemarie Barwinski ein spannendes Thema diskutieren. Es geht um das Trauma-Bonding, das Stockholm-Syndrom und warum wir oft wenig Empathie mit Traumaopfern haben. Bleiben Sie dran. Ganz herzlich willkommen, Frau Prof. Dr. Danke. Rosemarie Barwinski, Leiterin für das Institut für Psychotraumatologie. Habe ich das richtig gesagt? Genau, es ist kompliziert. Das war langsam kommt es. Ehemals bis vor kurzem auch Privatdozentin in klinischer Psychologie in der Universität in Köln und Mitherausgeberin der Fachzeitschrift Trauma. Und ganz schön sind Sie heute bei uns. Bist du gerne bei uns gekommen? Dankeschön. Okay. Liebe Rosemarie, wir haben ja ein ganz spannendes Thema, nämlich das Trauma-Bonding, was sicher vielen Menschen nicht so viel sagt, das Stockholm-Syndrom schon eher. Und warum wir wenig Empathie mit den Opfern haben, weil sie ja oft wieder zu den Tätern zurückgehen. Und das wirst du uns jetzt ein bisschen aus fachlicher Sicht erklären, dass wir da auch mehr Verständnis dafür haben und das verstehen können. Vielleicht erstmal zum Begriff Trauma-Bonding. Ja. Das ist nicht ganz das gleiche wie das Stockholm-Syndrom. Mhm. Das meint, jetzt, ich kenne es vor allen Dingen von den Opferberatungsstellen, Frauenberatungsstellen oder Frauenhäusern, dieses Phänomen, dass Frauen schwerste Misshandlungen erleben, bis wirklich Verletzungen, dass sie ins Spital gehen müssen. Ja. Und trotzdem gehen sie wieder zurück zu diesen Partnern oder es gibt es auch in umgekehrter Richtung, dass eben Männer so von ihren Frauen attackiert werden, aber nicht in diesem hohen Prozentsatz, wie es umgekehrt der Fall ist. Und das ist ja, löst ja Kopfschütteln aus. Wieso geht man zu einem Menschen, der einen beinahe umgebracht hat, wieder zurück und entschuldigt die Person noch? Ja. Wir haben denn eigentlich einen Mechanismus, wo die Opfer eben ein Teil von ihnen sieht, was ihnen passiert. Mhm. Also sie können, werden zum Beispiel ins Krankenhaus eingeliefert, melden sich bei einer Beratungsstelle, weil sie schwere Misshandlungen erlebt haben oder auch wirklich psychische Entwertung. Mhm. Also das ist ja auch eine, also eine massive Form der Aggression. Also ein Teil von ihnen sieht, sieht das und kann das benennen und beschreibt das denn zum Beispiel auch jetzt meinetwegen der Opferberatungsperson. Ja. Jetzt beim Frauennottelefon der Frau, wo sie sich, die gerade am Telefon ist oder die das Gespräch führt. Und häufig ist es so, dass dann eben das Team in der Frauenberatungsstelle, die überlegen dann, oder die Frau, die das Gespräch führt, hat so, wie können wir ein Terrorverbot organisieren, dass der Täter nicht mehr in die Nähe der betroffenen Frau zum Beispiel kommt. Wie können wir juristische Schritte einleiten, dass man eben schon Kontakt mit einer Juristin übernimmt. Das ist ja alles sehr, sehr viel Arbeit. Ja, ja. Und nicht selten ist es so, dass drei Tage später plötzlich die Opfer das ganze Prozedere wieder zurückziehen und sagen, nein, er hat ja selber zum Beispiel jetzt dieses Beispiel Frau häusliche Gewalt, er hat ja selber Gewalt in seiner Kindheit erfahren, ist ja eigentlich selber Opfer geworden. Also da kommt ein Mitleid für den Täter. Ja. Und die Aggression wird dann häufig eben auch der eigenen Person zugeschrieben, indem man jetzt sagt, ja, also ich bin ja auch provoziert. Wenn ich nicht so provoziert hätte, dann hätte er auch nicht zugeschlagen. Ja. Also dann ist eigentlich eine Rollenumkehr, die stattgefunden hat. Der Täter wird zum Opfer, für den muss man Mitleid haben. Und die ganze Wut und Aggression, die ursprünglich da gewesen ist, die geht wieder gegen die eigene Person. Und weshalb ist denn dieser Zug, das so zu machen oder diese Anziehung auch wieder zum Täter so groß? Also kommt das auch aus eigenen frühkindlichen Strukturen oder wie würdest du das erklären? Also ich denke, man kann es nicht nur mit der eigenen Geschichte erklären, weil eben es gibt Phänomene, wo, du hast das Stockholm-Syndrom ganz zu Beginn erwähnt, dass eben die Opfer sich an die Täter binden. Stockholm-Syndrom war ja gewesen, eben
in Stockholm, ja, im Überfall, ja, wo die Geiseln sich nachher vor der Polizei versteckt haben, als sie befreit worden sind und zu den Tätern gegangen sind, dass die Täter sie vor der bösen Polizei schützen. Ah, wow. Ja. Also wirklich eine absolute Verkennung der Situation, kann man sagen. Die haben wirklich ein sogenanntes Traumabonding gemacht oder eben, wie man in dem Zusammenhang sagt, das Stockholm-Syndrom, dass sie eigentlich die Hilfe von den Tätern erwarten und nicht jetzt in diesem Beispiel von den Menschen, die sie versuchen zu befreien. Ja. Ähnliche Mechanismen haben wir eben bei Frauen, die zum Beispiel sehr, sehr lange häusliche Gewalt erlebt haben, die es beinahe nicht mehr schaffen, aus diesen Situationen rauszukommen, weil sie immer wieder in diese Entschuldigung, also in diese Rollenumkehrung kommen, wo sie sich die Schuld und Verantwortung zuschreiben und die Täter nicht als die verantwortliche Person sehen, die ihnen dieses Leid zugefügt haben. Ja, und wahrscheinlich dann auch immer erschöpfter werden in dieser Situation. Leider ja, leider dass man dann ja vielleicht gar keine Ressourcen mehr hat. Die wenigen, die man noch gehabt hätte, die hat man nicht mehr zur Verfügung. Aber was mich auch interessieren würde, ist, wie ist denn die Situation, wenn eine Mutter mit Kindern, weil man das Leid der Kinder, die ja in diese Situation involviert sind, die ist ja für die Mutter ein so hoher Stress, haben diese Frauen eher, wagen sie eher den Schritt oder können sie sich eher daraus lösen oder was hast du da für Erfahrungen? Unterschiedlich, aber ich denke, dass eine Mutter vielleicht den Schritt eher für die Kinder machen kann, das ist jetzt, oder eine betroffene Frau als für sich selber. Ja. Also die Erfahrung habe ich häufig gemacht, dass wenn es wie überdeutlich wird, dass die Kinder wirklich schweren Schaden erleiden, vielleicht jetzt der Mutter leichter, Anführungszeichen, Schlusszeichen, fällt, so einen Schritt zu tun, weil sie es für die Kinder tut, aber nicht für sich selber. Ja. Und es gibt ja immer diese Wiederholungen, die wir ja alle kennen, weil zum Beispiel, das ist ja so ein Klischeebeispiel, aber einfach zum Verdeutlichen, der Vater war Alkoholiker, die Frau wählt sich immer wieder Partner, die auch Alkoholiker sind. Und wenn die Frau sich zum Beispiel mal aus so einer destruktiven Beziehung löst und eine Therapie macht, das ist ja auch sehr, sehr anspruchsvoll. Wie erlebst du das? Gibt es da wirklich gute Chancen, diese Muster zu lösen, oder ist das sehr, sehr schwierig? Ich denke, dann müssen wir noch mal genauer schauen, was steckt dahinter. Ja, warum ist so ein Bindungswunsch an den Täter da? Ja. Jetzt häusliche Gewalt, Stockholm-Syndrom. Ja. Man kann das folgendermaßen erklären. Wir Menschen sind sogenannte Bindungstiere. Also für uns sind Beziehungen, Bindungen, die sind überlebenswichtig. Ja. Sonst würden Säugling gar nicht überleben, das ja zu Beginn von unserer Geschichte geht. Und in Situationen, wo es um Lebensgefahr ist, wo man in höchster Not ist, regrediert man gewissermaßen auf diese ganz frühen kindlichen Stufen. Ja. Eigentlich wie ein Säugling, ein kleines Kind, wo wenn es ganz gefährlich wird, dann wird der Säugling oder das kleine Kind die Arme dorthin strecken, wo ein Mensch ist. Ne? Ja. Wenn das ein böser Mensch ist, wird es trotzdem die Arme dorthin strecken. Ja. Ne? Und so kann man sich das eben auch bei den Betroffenen vorstellen. Ja. Also in einer Situation wie eine Geiselnahme oder in massive häusliche Gewalt, da geht es um existenzielle Fragen. Ja. Ja. Und da passiert eben diese frühe Form der Bindung, die wird aktiviert, dass man eigentlich dort hin sich wendet, wo man Hilfe erwartet und gar nicht sieht, dass es vielleicht die Person ist, die einem ja gerade das zufügt. Ja. Ich denke, das ist dieses natürliche Bindungsbedürfnis, wo wir alle Menschen haben, wo in dieser Situation aktiviert wird. Ja. Und das Verheerende ist an der Situation, dass diese Bindung, die da entsteht, die wird auch später aufrechterhalten. Also wenn die gefährliche Situation vorbei ist und wenn jetzt mal ein Opfer wirklich auch wieder in Sicherheit wäre, wird trotzdem diese Bindung nicht aufrechterhalten. Okay. Also wird aufrechterhalten. Ja. 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 Also es bleibt auch, wenn die Gefahrensituation vorbei ist, bleiben die Menschen in diesem
in dieser Bindung verhaftet. Okay, und dann ist es auch eigentlich so wie deshalb auch fast unmöglich, sich zu lösen, jetzt gerade für Frauen vielleicht in so einer extremen Situation, ja. Weil wie sie eigentlich wie aus dem kleinen Ich, also aus dem Kinder, aus der Kinderperspektive diese Abhängigkeit wie lebensnotwendig wahrnehmen und deshalb wie alles andere, zum Beispiel die Schläge und die Misshandlungen, noch tolerierbar sind, weil vom Gefühl her, das wäre noch lebensbedrohlicher, aus der Beziehung zu gehen. Habe ich das? Ja, und zwar haben wir da, ich nehme gern wieder einen Fachausdruck, die Spaltung inner Gut und Böse. Ja. Damit ist gemeint, dass alles Schlimme, Negative, das wird der eigenen Person zugeschrieben, mhm. um die Bindung an den Täter behalten zu können. Spannend, ja. Und der Täter wird idealisiert. Ja. Der ist der Retter, das ist die einzige Person, die einem in der Situation helfen kann. Ja. Und eigentlich meint das doch gut mit mir. Mhm. Und dann haben wir wieder diese Verkehrung von allem Negativen und Aggression, Entwertung gegen die eigene Person. Und das schwächt natürlich das Selbstwertgefühl weiterhin neben diesen täglichen Erfahrungen. Ja. Und der Täter, vielleicht, dass wir auch mal über den Täter noch sprechen, weil das ist ja auch interessant, weil die meisten Täter, die möchten ja das nicht. Was ist da für ein Mechanismus? Ist auch die eigene Erfahrung, die ja oft halt dann weitergetragen wird, wenn jemand misshandelt wurde, dass er wieder misshandelt. Also Untersuchungen aus der Forensik belegen schon, dass nicht jeder Täter ein Traumaopfer ist. Ja. Also ich denke, da muss man ganz genau hinschauen. Ja. 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 Man kann es nicht so rumdrehen und sagen, das sind immer eigene Sachen, die dann einfach so weitergegeben werden. Okay. Also das, denke ich, ist mal ganz, ganz wichtig, dass es eben Menschen gibt, die das aus anderen Motiven sich so verhalten. Ja. Aber wenn es Wiederholungen sind, dann sind wir bei dem Phänomen des Wiederholungszwangs. Ja. Das eben wirklich der Klassiker, wenn man mal davon, ich sage jetzt mal so, eine Frau, die sexuelle Übergriffe erlebt hat und die immer wieder in Beziehungen gerät, wo das immer wieder passiert. Ja. Und das ist ja schon kaum nachvollziehbar. Ja. Ne? Und ich denke, wichtig ist dabei, dass man sich vergegenwärtigt, der Wiederholungszwang ist eigentlich ein Selbstheilungsversuch. Mhm. Also es wird spannend. Etwas wiederholt in der Handlung, aber immer mit der Hoffnung, dass es diesmal anders rauskommt. Ja. Also eigentlich, und deswegen kommt es auch immer wieder, weil unbewusst, eben, wie kann ich, der Wunsch da ist, es kommt diesmal anders raus. Ja, spannend. Ja, weil irgendwie versuchen wir uns immer wieder zu regulieren oder heilen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass es wie ein verzweifelter leider Versuch ist, das zu regulieren. Und vom Täter ist ja auch dieser, wenn jetzt jemand ein Wiederholungstäter ist, auch dieser Zwang da irgendwie. Oder das kann sein. Ja. Das kann sein. Ja. Ne? Ja. Mhm. Und hast du auch schon erlebt, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sich wirklich aus diesen Strukturen lösen kann und zu einer anderen Haltung findet, dass dann beim Täter wirklich auch eine tiefe Veränderung stattfinden könnte? Oder ist das wirklich sehr illusorisch? Weil das ist ja auch das, was die Frauen oft sich wünschen, oder? Ja, also von daher, es gibt ja auch Mannebüros in Zürich, das Mannebüro. Ja. Und ich denke, das ist auch sehr gut, ne? Ja. Weil, also, dass sich etwas ändert, da wäre es auch wichtig, dass eben die Täter aus ihrer Schiene rauskommen. Die sind andere, ja auch in der Not. Nicht immer. Ne? Ah, okay. Also, nicht immer, ne? Genau. Aber ich denke, also dass es dort Angebote gibt ne? Und dass man eben auch auf dieser Seite arbeitet und nicht die Menschen abschreibt, sondern versucht, wie können wir mit diesen Menschen so arbeiten, dass sie Verantwortung übernehmen und eben nicht mehr in so ein Verhalten heranrutschen. Es hat ja sehr viel mit Verantwortungsübernahme zu tun. Aber grundsätzlich würdest du schon sagen, dass es eher
sehr unwahrscheinlich ist, dass man aus einer solchen Beziehung nachher in eine gesunde Beziehung reinkommt. Ich kenne es weniger, ja, aber ich würde nicht sagen, das ist gar nicht möglich. Ja, aber eher unwahrscheinlich. Ich habe jetzt gerade an eine Patientin gedacht, die einen sehr gewalttätigen Vater hat. Ja. Und die jahrelang den Kontakt, denn als erwachsene Frau mit diesem Vater abgebrochen hat. Und irgendwann hat der Vater, glaube ich, sich bei ihr wieder gemeldet und sie hat sich lange Zeit gelassen, will ich wirklich darauf eingehen oder nicht. Und dieser Vater hatte eine langjährige Therapie gemacht, er hat sich intensiv mit sich auseinandergesetzt und war zutiefst über sich betroffen. Da wurde es wirklich möglich, etwas Neues aufzubauen. Ja. Aber man kann nicht davon ausgehen. Aber eben, es braucht, damit wirklich etwas Neues entstehen kann, da braucht es wirklich eine Veränderung jetzt beim Täter oder bei der Täterin. Ja. Sonst haben wir die Wiederholung. Ja. Ne? Also ein sehr berührendes Beispiel, weil ich glaube, da liegt dann auch ganz viel Heilung drin, wenn man diese Beziehung wirklich mit der Person auch heilen kann oder in eine neue Ebene bringen kann. Das hilft den Opfern sicher, weil dann eben gibt es doch eine Möglichkeit, die Beziehung kann sich verändern und man hat dann jetzt halt in dem Fall den Vater doch nicht ganz verloren. Ja, weil unbewusst hat man ja immer den Wunsch, jetzt gerade mit den Eltern irgendwo in einen guten Kontakt zu kommen, oder? Und, aber man kann nicht davon ausgehen. Nein. Und dann ist die schmerzliche Erkenntnis, ich habe meinen Vater, meine Mutter sehr geliebt, aber ich hatte leider nicht die Eltern, die eigentlich ein Kind haben sollten. Ja. Ne? Ja. Und mit dieser Trauer zurechtzukommen, das ist dann häufig manchmal nur in der Therapie möglich. Ja, ich sage nicht immer nur, aber manchmal braucht es wirklich da doch eine lange, lange Begleitung, um mit dieser Enttäuschung, dieser Trauer zurechtzukommen. Ja. Aber trotzdem auch hoffnungsvoll, dass wir nicht unsere Eltern oder im Außen etwas ändern müssen, dass wir das in uns selbst auch verändern können, dass wir doch in ein gutes, heilsames Leben gehen können. Das finde ich, ist doch ein wichtiger Aspekt, auch aus dieser Abhängigkeit dann rauszukommen. Sehr. Ja, ganz, ganz schön. Dann habe ich auch noch eine Frage, was mich auch interessiert, jetzt eben mit diesem Stockholm-Syndrom, weil ist es da auch so, dass Menschen, die jetzt da vielleicht entführt oder, das ist das klassische Beispiel, entführt werden, dass die auch eine gewisse innere Struktur haben müssten, um sich mit dem Entführer so zu verbinden? Oder genügt es eigentlich einfach auch als traumatische Situation, wenn man in einer Extremsituation mit diesem Täter alleine ist und der die einzige Bezugsperson ist, dass man dann ein solches Verhalten entwickelt? Also ich denke schon, das Zweite trifft zu. Ja. Weil sonst haben wir doch wieder eine Form der Opferbeschuldigung. Ja. Dann nämlich eben, hätte die eine andere Geschichte gehabt, wäre die nicht vorbelastet gewesen, dann wäre das ja gar nicht so weit gekommen. Ne? Ja. Mir passiert sowas sicher nicht. Ja. Ne? Nein, so habe ich es auch nicht gemeint. Nee, ich wusste, ein bisschen pointiert, dass du das so gemeint hast. Genau. Nein, ich denke wirklich, also jetzt gerade, wenn eine Frau über Jahre hinweg in so einer Gewaltbeziehung ist, ne, das gibt es das tatsächlich eben durch diese schlimmen Erfahrungen im Erwachsenenalter so eine Bindung entsteht. Ja. Aber sicher ist natürlich der Fall, wenn jemand schon bereits in der frühen Kindheit Traumatisierung erlebt hat, Beziehungsunsicherheit oder keine richtig festen, tragenden Beziehungen hat aufbauen können. Ja. Die Person ist sicher mehr gefährdet als jemand, der da stabiler ist. Aber es schließt es nicht aus. Ne? Und hat dann die Dauer der Situation, also zum Beispiel, oder hat das die Intensität der Situation auch oft etwas damit zu tun? Also wenn man zum Beispiel eine kurze Entführung, aber mit sehr dramatischen Erfahrungen, kann die auch so schnell zu dieser Bindung führen? Oder hat das eher auch ein bisschen mit der Länge der Entführung zu tun, wo man wirklich nur noch diese eine Bezugsperson hat? Macht das da einen Unterschied? Ich kenne jetzt keine Untersuchungen dazu. Ja. Und deswegen kann ich jetzt einfach wie nur meinen Eindruck schildern. Da
von dem, was ich so in der Richtung erfahren habe, ist es, dass es eher schwieriger ist, bei, wenn Menschen über längere Zeit dieser Person ausgeliefert waren. Ich denke jetzt auch an ein Buch von Philipp Remsma, das war ja ein Unternehmer, der von für mehrere, ich weiß nicht mehr wie lange, Wochen in einem Keller gefangen gehalten worden ist und der dann auch bei sich diese Phänomene beschrieben hat. Ah, spannend. Ja. Und das sehr eindrücklich und nachvollziehbar, wie ein Mensch in so eine innere Situation kommen kann. Ja. Und das waren ja auch Wochen, wo er in diesem Keller gefangen war. Ja. Spannend. Ja, ich denke, es ist für uns fast einfacher nachzuvollziehen jetzt in einer solchen Situation, als in einer Situation eben mit einer Frau, die immer wieder in die Beziehung geht, die sie so schädigt. Aber das ist jetzt ganz wichtig, dass man das wirklich so jetzt mal so deutlich auch gemacht hat, weil wir ja oft dann unbewusst oder schnell in die Versuchung kommen, zu sagen, ja, wir wollten ihr ja helfen, aber sie wollte nicht und so. Ja. Aber sie konnte nicht. Oder sie Das. Ich glaube, das fasst es sehr, sehr gut zusammen und ist mir auch dein Anliegen, das zu vermitteln. Ja. Ne? Ja. Es hat einen Grund. Ja, und das ist, ich glaube, etwas, das den meisten Menschen nicht bekannt ist. Und ja, und ich glaube, da das ist wirklich jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges, das du uns da auch geschenkt hast und mitgeteilt hast. Und ich sehe schon, ist die Zeit geht wieder dem Ende zu. Und es waren ganz, ganz interessante Ausführungen. Vielen herzlichen Dank. Es ist immer eine Freude mit dir. Schön warst du wieder bei uns zu Gast. Gerne, dankeschön. Ne? Liebes Publikum, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schön waren Sie dabei und auf Wiedersehen.